Folge 69. Jetzt ist Schluss mit lustig. Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Gothic 3. Ja, und jetzt werden wir tatsächlich Varrant betreten, aber er ist natürlich richtig schön gechillt. Hey, yo, mein Freund, was geht da? Warte, Wanderer, geh nicht vorbei. Du könntest dein Glück verpassen. Ich grüße dich, Reisender. Willkommen in Varrant, der großen Wüste. Du wirst durstig sein. Hier, trink einen Schluck kühles Wasser. Oh, danke. Übrigens, hier, ich brauche mal ein paar Informationen. Erzähl mir über die Wüste. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort. Ohne Wasser wirst du nicht weit kommen. Abseits der Wege lauern Nomaden und wilde Tiere. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also, wenn du in die Wildnis ziehst, besorg dir eine anständige Waffe. Und natürlich musst du immer genug Wasser dabei haben. Wir Assassinen leben in den Städten. Dort bist du sicher. Okay. Wo bekomme ich eine Waffe her? Folge dem Weg. Er führt dich direkt nach Braga. Es ist zwar nur ein kleines Dorf, aber du kannst es nicht verfehlen. Dort wirst du alles bekommen, was du brauchst. Natürlich gibt es dort nicht so frisches Wasser wie bei mir. Das ist doch klar. Die Assassinen, interessantes Volk. Erzähl mir von eurem Volk. Wir Assassinen sind ein bescheidenes Volk, geknechtet von Innos singendem Fluch. Die unbarmherzige Sonne lässt nicht zu, dass in diesem Land viel wächst. Man kann sagen, dass wir von der Hand in den Mund leben. So? Natürlich gibt es die ein oder andere Annehmlichkeit, aber die sind Zuben und seinen Schwarzmagiern vorbehalten. Was ist das, ein Zuben? Wer ist Zuben? Zuben ist unser großer Anführer. Er ist uralt und verfügt über die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut und er hält Belias zornigen Blick von uns fern. Und seine Krieger und Schwarzmagier schützen uns vor den Nomaden. Tribut? Gold und kostbare Güter. Wir bezahlen, auf dass uns kein Unheil widerfährt. Verstehe. Tja, so kann man die Leute einfach ausbeuten. Zeig mir deine Ware. Wir bräuchten übrigens mal eine neue Rüstung, fällt mir ein. Und Dietriche. Obstkompott. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese einzelnen Rezepte hier nicht ganz so gerne. Aber okay, was können wir dir dafür anbieten? Vielleicht ein Bastardschwert? Nein. 80 Goldmünzen da. Hier, du kriegst einen Jagdbogen vielleicht. Und weil ich so großzügig bin, kriegst du noch einen zweiten. So, hey, versklavter Rebell. Das kann nicht sein. Hier kam sonst immer ein unverwechselbarer, extrem guter Soundtrack. Und ich kann mich in dieses Bett nicht schlafen legen, weil es anscheinend kein Bett ist. Schade, ich habe mich so auf diesen Soundtrack gefreut. Na, vielleicht werde ich ihn ja selbst einspielen, wenn ich es nicht vergesse. Oder vielleicht kommt er erst auf dem Weg nach Braga. Denn wir haben jetzt hier immer noch den Methaner. Da ist er! Da ist er! Wuhu! Endlich! Das ist so der Grund, warum ich eigentlich immer in die Wüste gehe. Einfach nur wegen dieses Soundtracks. Hey, du da, du Pfeil. Sieh weiter, Fremder. Hier lauern überall räuberische Nomaden. Wer sagt mir, dass du nicht der Welt zuhörst? Was machst du hier? Ich wurde aus meiner eigenen Stadt geworfen. Aus Braga. Ich war dort der Chef. Jetzt sitzt Nafalem in meinem Haus. Was ist geschehen? Ich hatte den Tribut für Zuben gesammelt. Aber dann haben Nomaden mich überfallen und alles geraubt. Und deshalb wurdest du rausgeschmissen? Ja. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Er war schwach. Wer ist dieser Nafalem? Einer von Zubens Schwarzmagiern. Er ist gekommen, um den Tribut zu holen. Erzähl mir von Zuben. Zuben ist unser großer Anführer. Er sitzt im Palast von Ishtar und er trägt die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut, damit er Belias zornigen Blick von uns fernhält. Das haben wir doch schon gehört. Ich mag hier diesen Turban, den der Typ trägt.
den Trick im normalen Spiel, also ohne Patches übrigens nicht. Naja, aber ohne Patches könnte ich das Ganze auch nicht auf höchste Grafik spielen. Ich konnte es gerade so auf mittlerer spielen. Oder auf hoch, aber nicht auf sehr hoch. Begabter Assassin. Okay, jetzt chillen wir uns hier mal so in die... Ich will mich in die Stadt reinchillen. Okay. Hallo, Bernardo! Willkommen, Reisender. Willkommen. Ich weiß, warum du hier bist und bei mir bist du genau richtig. Ach ja? Du bist gekommen, um eine hervorragende Waffe zu kaufen. Und selbst wenn nicht, ich habe noch mehr Waren im Angebot. Wirf doch mal einen Blick darauf. An sich bräuchte ich die Waren aber nicht. Soundtrack noch einmal! Okay. Aber ein Krummschwert würde ich mir dann trotzdem wirklich gerne vielleicht mal mitnehmen. Auch wenn das nicht so viel stärkt. Leiser Tod. 230 Jagdgeschick für 115 Geschossschaden. Hier gibt es einen Kampfbogen. Aber gut, die Sachen brauchen wir irgendwie alle nicht. Sklaventod. Wow. Also der hat ordentliche Sachen dabei. Ein Klingenstab, der Stabkampf 2 braucht und Stabkampf 3 gibt. Interessant. Hier diese Zeichen habe ich jetzt endlich mal eruiert, sind übrigens dafür da, um die Rüstungen, also um Leuten auszuweisen, zu wem man gehört. Das heißt, man könnte sich hier wahrscheinlich... Das werde ich dir erst verkaufen, wenn du deinen Wert bewiesen hast. Okay, man kann sich also nicht so dahin packen, aber ich meine, ich finde es ehrlich gesagt extrem lustig, dass hier Resistenz gegen Hitze dazu gibt. Und naja, die Elite-Assassinen-Rüstung ist auch relativ stark. Aber nun gut, wir brauchen keine Waffe, wir haben schon gute Waffen. So zum Teil. Hey, willkommen in Braga. Ich bin Luca. Guckt euch mal den Kerl da hinten an, der stielte gerade so rüber. Wieso redet ihr nicht mit mir? Hast du was zu verkaufen? Ich bin untröstlich, doch kann ich dir keine Rüstungen anbieten. Alle Jäger, die für mich gearbeitet haben, sind tot. Sie gerieten in einen Hinterhalt der Nomaden. Vielleicht versuchst du es in der nächsten Stadt. Was? Was ist die nächste Stadt? Im Osten liegt Benerai. Das Minendorf ist fest in Sanchos Hand. Dort gibt es immer was zu tun. Und wenn du ausdauernd genug bist, kannst du auch versuchen, dich nach Morasul durchzuschlagen. Die große Sklavenburg liegt von hier aus im Süden. Aber der Weg ist nicht ungefährlich. Noch einmal das Soundtrack. Mach hier keinen Ärger, klar? Ja, ja, ist schon klar. Ist schon klar. José! Willkommen, Reisender! Mögest du etwas von dem Glück hier lassen, das du mit dir trägst? Ich bin José, der Sklavenhändler. Wenn du an Geschäften interessiert bist, ich hätte da was für dich. Die Stimme ist herrlich. Was kannst du mir anbieten? Die Nomaden überfallen uns immer wieder. Es sind mehrere Sippen, die hier in der Gegend ihr Unwesen treiben. Für jeden Sippenanführer, den du tötest, zahle ich dir ein gutes Kopfgeld. Wer sind die Sippenanführer? Malir und Taklar sind die Anführer von diesen Räuberbanden. Sie lauern Reisenden in den Ruinen auf. Und sie waren es auch, die Tufa'in überfallen und unseren Tribut gestohlen haben. Von Nazaru und seiner Sippe hat sich schon lange keiner mehr blicken lassen. So ist das mit den Nomaden. Man weiß nie, wo die Mistkerle stecken. Okay, Kopfgeldjagd Malir, Kopfgeldjagd Takla und Kopfgeldjagd Asaru. Das finde ich extrem lustig, diese Kopfgeldjagden, aber okay. Fanatische Assassine, Nafalem. Du bist nicht von hier. Sag mir, bist du gekommen, um die Geheimnisse Beliars zu entdecken? Ich habe da nur mal so eine kleine Frage. Was sind das für Geheimnisse? Wir Schwarzmagier beherrschen Zaubersprüche von großer Macht. Wir beherrschen die Gabe der Alten der göttlichen Magie. Zaubersprüche also. Und in der Stadt Ishtar wird seit vielen Jahren die Kunst des beidhändigen Kampfes gelehrt. Aber nur ein Mann, der gute Geschäfte macht, ist würdig, unsere Geheimnisse zu erfahren. Ich will dir ein solches Geschäft anbieten. Was sagst du? Ich hasse es, wenn ich bin dabei. Passiert. Klar, ich bin dabei. Dann höre, diese davon Männer hier schulden Zuben ihren Tribut. Es ist nicht so, dass sie nicht zahlen wollten. Vielmehr haben sie ihn sich wegnehmen lassen. Was ist passiert? Tufail, dieser Sohn eines Tölpels, hat sich von einer Handvoll Nomaden ausrauben lassen. Aber es wird Zeit, dass Zuben bekommt, was ihm zusteht. Es ist Zeit,
dass die Händler bezahlen. So etwas. Sie sollen also nochmal bezahlen. Und du wirst für mich diese Angelegenheit regeln. Sieht das schon wieder. Verstehe. Okay. Nochmal nur zum Rande. Heißt jetzt Tufail oder heißt er Tufail? Egal. Hast du sonst noch was zu erledigen? Ayla, die Perle der Stadt, wurde beraubt. Ich will sie wieder zurückhaben. Besprich die Einzelheiten mit José. Okay. Welche Männer stehen auf deiner Liste? Die drei Händler hier in Braga. Jeder schuldet zu ihm 500 Goldstücke. Davon will ich nichts wissen. Und Abbas, der Wasserhändler. Von ihm erwarte ich einen Kelch. Sprich mit ihm. Er weiß genau, was ich will. Und Tufail? Was machen wir mit Tufail? Er trägt die Schuld dafür, dass der Tribut gestohlen wurde. Ich habe ihn bereits der Stadt verwiesen, aber er ist noch in der Nähe. Wenn er zahlen kann, was ich nicht glaube, soll er von mir aus leben. Falls nicht, mach kurzen Prozess mit ihm. Das wird den anderen als Warnung nichts Gutes. Okay, kein Problem. Bringen wir den. Er heißt also Tufail, okay, und dann bringen wir den eben um. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer, und er lenkte es nach seinem Willen. Hier wird von einem Mann erzählt, der erst Nomade war und nun sesshaft geworden ist und tatsächlich die magische Macht erlernt hat. Vielleicht begegnen wir dem ja nochmal. Kann ja auch sein. Ich weiß ja nicht, wie alt und so, aber... Naja, bis Mittag schlafen, denn wir möchten es erstmal hier hell haben, denn es ist hier eine Wüste. Und man muss natürlich immer dann rausgehen, wenn es am längsten und am heißesten ist, aber zuerst haben wir noch eine weitere Person. Hi, Diego! Hey, Diego, wie sieht's aus? Ich hab mich mal umgehört. So wie es aussieht, ist Zuben immer noch der unumstrittene Herrscher der Wüste. Zuben. Vielleicht sollte ich ihm einen Besuch abstatten. Das wird nicht ganz so einfach. Zuben sitzt in seinem Palast in Ishtar. Und da werden sie dich erst reinlassen, wenn sie sicher sind, dass du ein Freund der Assassinen bist. Also, was ist zu tun? Du wirst einiges für die Assassinen erledigen müssen. Aber so wie es aussieht, gibt's auch einiges zu tun. Am besten, du stellst dich mit den Schwarzmagiern gut. Sie haben den größten Einfluss. Okay. Was machst du hier in Braga? Ich wollte eine Runde jagen gehen. Luca sagt, hier gibt's ein paar dunkle Snapper. Ihr Leder eignet sich für die Herstellung von Rüstungen. Wenn du Lust hast, gehen wir zusammen. Das machen wir, aber erstmal holen wir den Tribut. Hey, Bernardo! Ich komme, um dein Tribut abzuholen. So. Das hat Tufail vor einiger Zeit auch gesagt. Und ich vertraute ihm mein Gold an. Doch, was hat er damit getan? Er hatte sich von einer Handvoll Nomaden abnehmen lassen. Heißt das etwa, du willst nicht zahlen? So ist es, Fremder. Ich habe bereits gezahlt und ich werde nicht eine weitere Münze hergeben. Ach ja? Schätze, ich werde den Tribut aus dir herausprügeln. Du kannst es ja mal versuchen. Du bist keine Herausforderung für mich. Du kriegst ein Assassinenmesser und ich habe ein Schild und ein Assassinenschwert. Ich muss einmal so machen und du bist down. Bernardo. Waffenbündel, Wein und Teleportstelle nach Braga. So, nehmen wir uns mal ein bisschen Wasser. Es ist zwar nicht so schön wie das von Abbas, aber naja. So, das interessiert ja sowieso keinen. Trägt er eine Lederrüstung oder trägt er überhaupt keine Rüstung? Das sieht eher nach einer Lederrüstung aus. Hey Bernardo! Was geht ab? Bernardo. Den nächsten Kampf gewinne ich. Ach ja. Wie sieht's aus? Willst du jetzt bezahlen? Du lässt mir keine Wahl, Vater des harten Schlages. Ich mag ja diese Anreden immer. Die werden immer noch viel, viel besser. Hey Luca. Ich bin hier, um dein Tribut einzufordern. Tja, da bist du wohl umsonst gekommen. Ich habe nicht ein einziges Goldstück. Das ist schlecht für dich. Warte. Lass mich dir einen Vorschlag anbieten. Lass hören. Ich kann dir eine Rüstung herstellen, wenn du mir dunkles Leder bringst. Und im Gegenzug soll ich den Tribut für dich zahlen. Es ist ja nicht viel, dass ich Zuben schuldig bin. Nur 500 Goldmünzen. Eine Rüstung von mir ist viel mehr wert. So, ich musste gerade eben mal was dicht machen, ansonsten trocknen mir die aus.
Ja, eine Rüstung ist immer gut. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Gut, ich gehe drauf ein. Ich danke dir, Sohn der Klugheit. Du machst damit ein gutes Geschäft. Wir müssen 500 Goldmünzen bezahlen. Und zeig kriegen eine Rüstung. Vielleicht ist es die hier, dann hätten wir einen Riesengewinn gemacht. Ich wusste, dass so etwas passiert. Es kann auch die sein, hätten wir auch einen Gewinn gemacht von 5500 Goldmünzen. Hier hätten wir einen von 35.000 Goldmünzen, das ist sehr unwahrscheinlich, aber da hätten wir einen Gewinn von 100. Fast 140.000, so 139.500 Goldmünzen Gewinn gemacht. Dann wollen wir nochmal mit Abbas reden. Am Rande der Wüste Warrant. Wir haben leider noch keinen Lehrer gefunden, der uns irgendwas beibringen konnte, aber hoffentlich finden wir noch welche. Ich komme, um dein Tribut zu holen. Ich würde ja bezahlen, Sohn der Nachsicht, aber ich fürchte, mit Gold ist es nicht getan. Ich versprach Zuben meinen Kelch, den Kelch der Wasserhändler. Aber den hast du natürlich nicht mehr. Ich gab ihn Tufail, als er den Tribut eingesammelt hat. Doch dieser Sohn eines Nichtsnutzes hat ihn sich abnehmen lassen. Ich bitte dich untertänigst, finde den Kelch und bringe ihn nach Falem. Okay. Wo könnte der Kelch sein? Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Die Nomaden haben ihn, bla bla bla. Oh, das war ein Bug oder ein Fehler. Hey. Nach Falem schickt mich. Tja, meine Taschen sind leer. Ich habe nicht eine einzige Münze. Aber warte, bevor du mich umbringst, will ich dir ein Geschäft vorschlagen. Lass hören. Kämpfe mit mir gegen Malir und seine Räuber. Wenn wir siegreich sind, wirst du mehr Gold haben, als mein Leben noch wert ist. Du kannst alle Beute behalten, die wir machen. Und dann soll ich dich laufen lassen. Und bei Naphalem meinem Tribut zahlen. Das ist mein Angebot. Nein. Du kannst nicht zahlen, also trägst du die Konsequenzen. Aber ich werde nicht kampflos sterben. Ich spieß dich ein auf. Mann mit Ehre. Dem angesichts eigentlich alles verloren hatte. Oh, der hat aber ganz schön. Der hält aber ganz schön was aus. Ah! Ich muss weg, ich muss weg. Ach du Scheiße. Das Gift bringt mich sonst um. Bleib stehen, du Feigling. Gift! Nein! Oh! Oh Gott, wir brauchen eine Resistenz gegen Hitze. So, wir können uns von dem Gift heilen. Ich glaube, das dürfte auch gleich vorbei sein. Ja, es ist schlimm, wenn wir das mal selbst abkriegen. Der hält aber ganz schön was aus. Okay, Runde 2, ich bin dabei. Tufail. Du entkommst mir, ich gebe deinen Kampf, Männer. So. Mach schon! Interessant, dass wir ihn vergiften können, weil er eigentlich ja nur. Ah ne, der trägt ja nur die Rüstung mit Resistenz gegen Hitze. Also die zweite Assassinen-Rüstung. Die würde ich mir gerne möchte ich ihn ja gerne ausplündern. Ach du Scheiße, und der kann uns auch unsere Deckung weghauen. Aber egal, gleich ist es mit ihm getan. 320 Erfahrungspunkte. Er hat nur 52 Goldmünzen dabei. Ich möchte kurz speichern und schauen, was passiert, wenn ich ihn umbringe. Nur ob mich die anderen jetzt hier angreifen oder nicht. So. Tufail hat's erwischt. Er konnte nicht zahlen. So, es heißt, wir brauchen dunkles Snapper-Leder. Diego sagt, er möchte mit uns dunkles Snapper jagen gehen. Und dann können wir den Tribut bei dem bezahlen. Das heißt, wir schlafen uns nochmal eine Runde aus und gehen dann mit Diego jagen. Dass wir uns dann unsere Rüstung mit Resistenz gegen Hitze holen können. So, man geht natürlich immer raus, wenn es am längsten ist. Hi, Naphalem. Was geht da? Nicht so sicher. Gehen wir jagen. Auf geht's! Hoffen wir einfach mal, dass du nicht zu schnell läufst, dass ich sprinten muss. Aber hey, wir haben beide krasse Bögen. Oh, hier sind ja auch noch welche Wüstenläufer und erfahrene Assassine. Oh Gott, hier gibt es übrigens auch ein Wolf-Äquivalent. Das ist aber noch nerviger, weil es in größeren Rudeln auftritt. Da vorne ist einer, ein Schakal. Wir speichern mal eben kurz eine Runde.
Diego wird ja hoffentlich auf uns warten. Wird er. Komm, Schakal, greif ihn an. Oh ja, er wird jetzt angegriffen. Hi, Schakal! Deswegen müssen wir immer schön hinter Diego laufen. So, dafür werden wir ein bisschen Ausdauer opfern müssen. Ganz wie du willst! Die Biester halten nichts aus. Sind aber einfach nervig. Aber wir kriegen nur sogar ein Schakalfell, sonst hat man früher nur Zähne bekommen. Aber sie sind sehr leicht zu erlegen. Schon riechen. Okay, dann müssen wir jetzt... Okay, nee, wir wollen nicht sprinten. Wir brauchen unsere Ausdauer. Weil Snapper schnell sind. Da vorne sind sie. Diego, du willst doch sicherlich noch mit mir reden, oder? Junge, lauf doch nicht zu denen hin! Die Gegend hier ist gefährlich. Es würde mich nicht wundern, wenn sich hier irgendwo Nomaden verstecken. Dann müssen wir es aufpassen. Was hast du jetzt vor? Tja, um ehrlich zu sein, ich habe keine großen Pläne. Ich dachte an sowas wie Jagen und Taschen füllen. Du bist derjenige, der weiß, was zu tun ist. Und wenn du mich brauchst, dann ziehen wir gemeinsam los. Okay, wir können bei ihm Diebeshandwerk und Jagen lernen. Bring mir was über die Jagd bei. Okay, da haben wir tatsächlich schon viel gelernt. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Wow, der kann uns viel, viel, viel beibringen. Er kann uns quasi alles beibringen. Abgesehen vom Meucheln und Niederknüppeln. Komm mit. Gut. So, wir wollen ja mit dem Jagen gehen. Oder er wird es von dem... Ganz wie du willst. Gut gemacht. Nicht mich. Ihn. Elendes Drecksvieh. So, dunkler Snapper. Der Pfeil ist auch noch unser. Denn wir brauchen ein bisschen Snapperleder. Also gehen wir Snapper jagen. Oh Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Das heißt, die Viecher dürfen nicht herankommen. Na komm schon. Daneben! Zack, ausweichen. Okay, ich glaube, ich sollte doch lieber mal mit dem Schwert angreifen. Ich hasse die Viecher. Oder ich lasse einfach ihn angreifen, das geht auch. So, sind hier noch mehr Snapper. Weil es ja auch immer auf den Erlegten schießen muss. Da oben sind noch Snapper. Okay, dann greifen wir erstmal den hier an. Kommt immer noch zu kurz. Ich kann die einfach nicht treffen, wenn ich unter denen stehe. Irgendwie sieht diese Pose ein bisschen dämlich aus, weil der jetzt ja mit dem Fuß im Sand steht. Dadurch wirkt er sehr, sehr klein, der Held. Der namenlose Held. Gut gemacht! Da musst du doch euch auch noch auf den schießen. Oh. Irgendwie sind diese Hitboxen von den Snappern aber auch sehr, sehr komisch. Was greift er mich an? Du sollst Diego angreifen. Hui. Ich hasse die Viecher. Ich auch, besonders wenn ich keine Ausdauer habe, um vor denen wegzurennen. Komm schon, verschwindet ihr Zahlen oder ihr... keine Ahnung was. Jetzt habe ich ihn auch voll getroffen. Okay, den habe ich nicht getroffen, der war zu hoch. Aber ihr seht doch, dass ich da treffe. Ja, die haben eine ganz komische Hitbox, die Snapper. Oh ja. Ihr seht, ich schieß durch ihn durch.
Elendes Drecksvieh! Vorher noch ein Pfeil in ihm hinein. Ja, super. Das bringt's auch. Aber okay, dann wollen wir tatsächlich nochmal weiter jagen und im Bogen braucht man da gar nicht erst ankommen. Komm her. Gut gemacht! Ich hasse die Viecher. So. Diego gehört immer noch zu unserer Gruppe. Wir können hier weiter Snapper jagen. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wie viele Leder wir brauchen. Ich hasse die Viecher. Ich auch. Ja, Diego, ich auch. Oh Gott, hier sieht's nach Crawlern aus. Diesmal sind es allerdings Sandcrawler. Und keine Minecrawler. Und die Wüste wimmelt nur von ihnen. Elendes Drecksvieh! Aber wir scheinen wieder den Löwenanteil des Schadens zu machen. Naja, die sollen ja auch nicht alles für uns machen, sondern die sollen uns nur beistehen. Naja, gut. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Ich hoffe doch. Dann wollen wir doch mal nach Nomaden halten. Während wir zurückgehen. Aber wir sollten so schnell wie möglich nach Braga zurückkehren und dann können wir nach Nomaden suchen. Je eher wir... Braga. Je eher wir die Rüstung haben und resistent gegenüber Hitze sind, desto besser. Luca. Hier ist das Leder. Ich habe noch eine Rüstung im Lager gefunden. Die kannst du haben. Möge sie dich allzeit gut beschützen. Danke, leichte Assassinenrüstung, das heißt die schwächste. Ja, aber haben oder nicht haben. So. Jetzt müsste sich das auch wieder schnell regenerieren. Ja. Extrem gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass dadurch die Ausdauer verringert wird. Aber das gab es übrigens auch erst in dem Patch. Was weißt du über Ayla? Ayla! Sie war die Blume von Braga. Was ist passiert? Es war ein Überfall. Azaru und seine Sippe haben sie einfach geraubt. Kein Wunder, dass sie nicht mehr in der Gegend sind. Er sitzt jetzt bestimmt in seinem Lager und sieht dir beim Tanzen zu, dieser Sohn eines Schurken. Ich bin hier, um dein Tribut zu holen. Natürlich bezahle ich. Richte Nafale meine Grüße aus. Das tue ich, ja. Mit einer vollkommen komischen Stimme. Oh. Herrlich. Gott, der arme Kerl, der den Synchron sprechen musste. Also, heißt Synchron, der ihn sprechen musste. So, wir wollen dann uns immer wieder auf die Jagd begeben. Nach allem. Schakale. Noch irgendwo einer? Nein. Das heißt, wir waren erfolgreich.